Ja. Ich bin Ken Block und dies ist Colin McRae Dirt 2. Genau, du sagst es. Willkommen bei meinem nächsten Let's Play. Wie man unschwer erkennen kann, Colin McRae Dirt 2. Zu mir ist hier auch noch eine weibliche Persönlichkeit gestoßen. Hi. Und ich glaube, ich muss mein Spiel trotzdem mal ein bisschen leiser machen, weil, ja, irgendwie ist das gerade etwas dolle laut gewesen. Ja, wir spielen das Ganze von vorne bis hinten. Leider, musste ich schon ein paar Spieleinstellungen setzen. Ist auf jeden Fall dennoch ein Blind-Let's Play. Nur, ich lege mir das Profil gleich nochmal neu an. Und dann haben wir wirklich von vorne. Aber jetzt genießen wir erstmal das Intro. Das war das Intro. Und ich muss gleich vorab sagen, habt ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich hab nicht so wirklich im Moment ein Gamepad. Genießt die Atmosphäre nach diesem dramatischen Rennen. Ja. Du hast gerade Ken in beeindruckender Manier siegen sehen. Aber jetzt musst du zeigen, was du selbst kannst. Und dafür brauchst du ein eigenes Auto. Da ist er also, ein Subaru Impreza STI. Hm? Nicht irgendein normaler Subaru-Freundchen. Rallye-Legende Colin McRae hat dieses Auto gefahren. Du trittst also ein schweres Erbe an. Hast du das endgültig kaputt gemacht? Bei mir ging es noch, das hat mich gemacht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du in deiner verbeulten Blechbüchse um die Welt reisen willst. Aber besser als gar kein Zuhause, was? Bevor ich es vergesse, du musst noch ein paar persönliche Daten angeben, bevor du Rennen fahren kannst. Wegen der Versicherung oder den Sicherheitsbestimmungen oder was weiß ich. Füll einfach alles aus, dann kann's losgehen. Ah cool, also ich brauche scheinbar doch gar keine kein neues Profil anlegen. Das, was ich angelegt habe, das ist schon okay. Weil ich muss jetzt hier nochmal Name, Nachname und so ein Krams angeben. Ich spiele mit meinem richtigen Namen. Jetzt wird gleich jeder wissen, wie ich mit Nachnamen heiße. Oh Gott, ist ja so dramatisch. Guck mal, was haben wir denn für Spitznamen? Komm schon, eine Party wartet auf uns. Rakete. Nee, ich glaube, ich nehme meinen richtigen Namen. Ja, besser ist das. Alle Orte kommender Events markiert sind. Wenn du Events und Herausforderungen abschließt, sammelst du Rennerfahrung. Dadurch steigst du Ansehen bei den anderen Fahrern und du erhältst Einladungen zu neuen Schauplätzen und Events. Ken hat ein Newcomer-Event in London organisiert. Dort kannst du deinen neuen Wagen testen. Also pack die Koffer, vergiss deinen Pass nicht und zeig den Engländern, was du kannst. Viel Glück. Warte, fast hätte ich vergessen. Das Event in London ist ein Rallycross-Rennen. Und das geht so. Mehrere Fahrer kämpfen auf kurzen Strecken, die sowohl Offroad- als auch Asphaltabschnitte umfassen. Du musst nur alle Runden absolvieren und als Erster die Ziellinie überqueren. Ganz einfach. Mit dieser Einstellung solltest du mal experimentieren. Hier kannst du die Schwierigkeit für das Event einstellen. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Geld verdienst du. Such dir eine Stufe aus und dann raus hier. Ja. Noch ein kleiner Tipp für dich. Wenn du da so links oben so einen Kopf siehst, links über diesem Event einrichten, dann heißt das, im Spiel wird gerade gesprochen, Franny. Okay. Also dann wäre ein bisschen doof, wenn man dazwischen spricht. Und du von den Typen ist im Plus? Ja, das ist aber auch nicht gerade viel, was der da hat. Ich entscheide mich für seriös. Schaden vollständig, Fahrzeugeinstellungen, ja, erstmal aus. Im Moment hast du einen Subaru. Wenn du also nicht zu Fuß gehen willst, musst du schon damit Vorlieb nehmen. Ja. Achso, was ich vorher noch sagen wollte, seid ein bisschen nachsichtig mit 1, 2, 3. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir, ich habe im Moment kein Gamepad.
es wurde mir von meiner von meiner netten Freundin, welche mich jetzt durch das Let's Play begleiten wird, leicht zerstört. Sie ist natürlich unschuldig, wie es Frauen immer tun. Nee, es liegt an ihm, Er hat gesagt, ich soll FIFA spielen. So. Sie ist schuld. Spielen. Ist jetzt auch egal. Also ich kann es auf jeden Fall erstmal nur mit Tastatur spielen. Ja. Dann würde ich... Nein, ich will einen Plasmaball haben. So, na, dann machen wir uns mal zum ersten Rennwagen. Boah, ist das eine Umgewöhnung mit Tastatur. Nein, das war jetzt eigentlich gar nicht so als Vorwurf gedacht. Das war jetzt einfach nur so, man spielt sich das scheiße mit Tastatur. Also mein Auto ist schon ziemlich kaputt. Ja. So hintere Stoßstange, ja. Ach, sag bloß. Waha. Ach. Leicht. Ja, sehe ich. Und bei mir. Ich hab doch gesagt, du sollst eher auf leicht stellen. Nein, ich hab das gerne so ein bisschen realistischer. Was? Ich hab das gerne so ein bisschen realistischer. Ich bin nicht gern der Beste. Nö, das schon, aber es muss ja nicht zu einfach sein. Leichter Motorschaden. Also ich weiß, es gibt hier eine Taste, mit der kann man die Zeit für ein paar Sekunden zurückdrehen. Das macht sich ganz gut, wenn man irgendwo massiv davor gefahren ist. Allerdings weiß ich gerade selber nicht, was es für eine Taste ist. Einstellungen? Ach fuck, wir sind ja schon in der zweiten Runde. Natürlich! Verdammt nochmal. Du dachtest dir, du lässt die erste Runde einfach ein bisschen locker angehen, ne? Ja! Nein! Verdammt! Vierter Platz. Naja. Schlecht. Ja, sehr schlecht. Echt hartes Rennen heute. Besseres von dir geworden. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch nochmal neu. Bisschen leichter? Ne, in gleich schwer. Nee, das war, da bin ich ziemlich stark dagegen gerast. Ich hab das erstmal auf der Fünfte gesehen. Aber diesmal bin ich auch besser durch die ersten Kurven gekommen. Du hast immer noch deine hintere Stoßstange, stimmt. Ja. Ah. Oi. Hättest du es mal nicht beschrien, ey. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Ja, schon klar. Du Arsch. Das ging da nicht. Moment. So, nochmal. Du bist jetzt in der zweiten Runde. Ja, ich weiß. Los, Maholi, los, Maholi, Schampe.
Erster. Jetzt nur noch Erster bleiben. Sieht echt gut aus bei dir. Komm mal lieber dann. So. Das sieht gut aus. Und jetzt brauchst du noch ein Fett. Ich weiß nicht, wo du kommst. Yes! Ich muss meine Einrichtung erstmal sortieren. Oder ist dein Auto verhauen? Ja. Ja gut, was mit dem Auto das passiert, also da gibt's echt Schlimmeres. Das sah überzeugend aus. Ja. Erster, 10 Punkte. Perfekt. Super, ein neues Fahrzeug ist freigeschaltet. Yay, ein neues Fahrzeug. Was haben wir denn noch? Ach so, neue Strecken. Hey Mario, du wirkst fast unschlagbar. Naja, das überlegen wir uns doch mal, ob ich wirklich unschlagbar wirke. Was geht? Also, Dave Miller hier. Komm nach Baja California, ein bisschen Sonne tanken. Guck mal, Simpson. Hey, das Rennen in London mit dir war klasse. Wie wär's jetzt mit einer Rallye, der klassischen Offroad-Disziplin? Komm doch mit mir nach Kroatien. Gehen wir es zusammen an. Ja. Ich lade mal mein Handy auf, aber das geht ja nur am PC, weil du ja immer noch mein Kabel hast. Oh, tut mir leid, wenn du es bei mir vergisst. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wie lange hast du aufgenommen? Ich habe zu spät angefangen, den Timer zu starten. Also ich schätze mal, wir sind jetzt schon bei 12, 13 Minuten. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen beim ersten Teil und bis zum nächsten Mal.